Anna Ermakova steckt in einem wahren Albtraum fest. Ängstlich schwebt sie in großer Furcht, und der Grund dafür ist beunruhigend. Sie hat Let's Dance gewonnen, tourt von Auftritt zu Auftritt und wird von Millionen von Fans bewundert. Aber wenn Anna Ermakova durch die Straßen von Köln geht, scheint sie alles andere als glücklich zu sein. Ihr Gesicht wirkt beängstigend blass, rote Flecken zieren ihre Haut und sie fährt sich immer wieder hastig durch die Haare. Kein Wunder, kürzlich spielten sich bei einem Fernsehauftritt dramatische Szenen ab. Anna fürchtet um ihr Leben. Egal, ob beim Essen, Einkaufen oder bei Auftritten, der Trubel um ihre Person nimmt immer verrücktere Ausmaße an. Für Anna wird es mittlerweile kaum noch möglich, irgendwo normal entlang zu gehen. Bei einem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten wurde sie so belagert, dass sogar der Sicherheitsdienst einschreiten musste. Immer wieder wird Anna, die Tochter des Tennis-Idols Boris Becker, von Fans umringt, die ein Autogramm oder ein gemeinsames Foto möchten. Einige Fans sind dabei so aufdringlich, dass sie sich regelrecht bedroht fühlen muss. Die Angst steht ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. Am liebsten würde sie wohl das Rampenlicht hinter sich lassen. Doch das würde ihrer Mutter Angela Ermakova bestimmt nicht gefallen. Schließlich hat sie alles daran gesetzt, dass Anna erfolgreich wird. Ich wurde sehr früh ins Rampenlicht geworfen, sagt die 23-Jährige. Und weiter, ich wollte mich jahrelang nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ich fühlte mich beobachtet. In diesem Video werfen wir einen Blick auf Annas Albtraum im Rampenlicht und erfahren, wie sie mit den Herausforderungen des Ruhms umgeht. Bleibt dran, um mehr zu erfahren.